Moin Leute, Trimax hier. Heute haben wir was sehr Geiles vor. Es gibt die klassische Auswahlherausforderung und Chef Strobel hat mich herausgefordert. Wir werden diese Challenge jetzt zocken. Wir sind aber zusätzlich noch auf dem Free-to-Play-Account und die neue Season ist gestartet. Das heißt, ich kann wahnsinnig viel mitnehmen. Wenn euch das Ganze gefällt, gerne den Kanal abonnieren und denkt immer dran an den Creator-Code meines Trimax. Hält 7 Tage, ist unfassbar geiler Support und kostet euch absolut gar nichts. Ich werde jetzt erstmal ganz flott die Gold-Chest... 2000 nur? Naja, okay, ist egal. Dann haben wir hier noch die Belohnungen. Ich bin auch kurz davor, den Kobold-Käfig Level 13 zu bekommen. Hab dann noch ein Buch der seltenen Karten und keine Instant Level 14. Und wenn ich das habe, bin ich einfach Max. Free-to-play komplett Max. Wäre auch geil, wenn wir ihn hier aus einer Kiste kriegen. Oder wenigstens ein Joker. So. Und jetzt kommen hier die dicken Belohnungen. 250 Normal Joker, extra zur neuen Season. Epische Tauschmarke. 25 seltene Joker, 5000 Gold. Letzte Season einfach 6000 geknackt. Nochmal 25 Joker, gewöhnliche Tauschmarke. 5 epische Joker, 7500 Gold. Und dann geht's hier weiter, das werden wir dann wieder zum Season-Ende schaffen. Dann gehen wir mal an den Joker. 84 Stück, guckt euch das mal an hier. Einer? Halt's Maul. Oh mein Gott. Einer, bitte, schick mir den bitte einer. Das ist es. Habe ich genug Gold überhaupt? Ich habe doch nicht mal genug Gold. Ey, einer bitte aus dem Clan. Einer? Ja, wer ist es? Peaks. Saustark. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es heute schon schaffen. Von 12 auf 13. Und dann das Buch. Auch wenn er genervt wurde, der ist einfach maxed. Holy shit. Jetzt brauche ich nur noch 100.000 Gold. Und dann habe ich den Kobold-Käfig Level 14. Wie geil ist das denn? Ja, warte, ich habe E-Giant, Elite-Barbaren, Mutterhexe, Mega-Minion, Zap, Skeleton-Army und den Kobold-Käfig. Und der Tornado ist nicht so wichtig. Ich bin einfach maxed. Einfach maxed. Free-to-play maxed. Wie alt ist der Account? 3,5 Monate? Ohne einen Cent auszugeben? Einfach nur geil. Das klatschen wir mal auf die Ritter. Das klatschen wir immer auf den Baby-Dragon. Wobei wir das jetzt auch mit Nado machen können, dass der mal ein bisschen schneller killt. Also Nado auf dem Low-Level merkt man auf jeden Fall schon. Wir wählen immer für den anderen oder tryharden wir heute? Wir wählen für den anderen, oder? Ich dachte, das ist die Challenge. Wir wählen für den anderen. Okay, dann gehe ich auf den... Du heißt Chef Strobel, oder was? Bist du das? Mit einem Blitz, ja. Okay, wir wählen immer für den anderen. Es geht um 10 Subgifts, ja? Oh, ja, okay. Natürlich, Alter. Was denkst du denn? Wer fängt an? Schere, Stein, Papier, wer anfängt? Wir sagen Schere, Stein, Papier okay. Und dann sagen wir, was wir haben, okay? Okay. Ja. Schere, Stein, Papier. Was hast du genommen? Was hast du? Stein. Ich hab Papier, weil du immer Stein nimmst. Ich weiß, der gute Teil ist Stein, der bleibt. Der Stein bleibt, du nimmst immer Stein einfach. Ja, dann fängst du an. Dann fängst du an. Okay, aber die letzten Mal habe ich immer mit dem Stein gewonnen, deswegen. Never change a running system. Dann let's go. Okay. Barpad oder X-Bogen? X-Bogen. Skarmi oder Eisgeist? Eisgeist. Blasrohr-Kobold oder Firecrackerin? Blasrohr-Kobold. Und Pfeile oder Erdbeben? Pfeile. Ach, leck mich doch. Oh mein Alter. Gott, du hast X-Bogen, nur Kleinkram? Und Erdbeben, das kannst du nicht gewinnen. Ich glaube auch nicht. Das ist so geil schon wieder. Ich glaube, ich habe echt verloren. Das ist geil, Alter. Schön die 10 Subgifts. Oh, da ist er, der X-Bogen. Da kennt man schon Strom. First Play defensiver X-Bogen, wie ich es lieb. Wie mag dich mal freut, wenn er Shitcraft draftet? Ja, ist aber auch der Giga-Shit gewesen. Also, Strom wird einfach einen defensiven X-Bogen, der Gegner einfach ein Erdbeben. Alter, einfach dein Main Deck. Hast du Glück gehabt, ne? Mhm. Ah, die Firefang Token, Alter. Schade. Mir gefällt das, wie der Seppi den Kobold in die Turmrange schiebt. Unlucky. Ist was heißt Unlucky? Bad gespielt. Ich hab halt legit nichts, um das abzuwehren, ne? Du hast einen Giant und einen Kobold-Giant? Ja. Und dann einen X-Bogen. Tut weh, ne? War mal Meter. Morten ist damit gerade Platz 7 global. Mhm. Wenn er jetzt ein Erdbeben setzt, dann ist einfach... Dann freue ich mich einfach. Dann ist Feierabend. Dann ist einfach heute ein geiler Tag. Ich glaube, er rafft sich, dass er ein Erdbeben spielen muss. Ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Und dann, oh mein Gott, wie kommen denn da raus, Alter?
Er setzt kein Erdbeben. Okay, der ist schon mal ass, der Gegner. Ui, jetzt ist er, da ist er. Aber er spielt richtig scheiße, muss man einfach mal fairerweise sagen, ne? Ja. Sei ehrlich, der Strubel. Oh, aber die Pfeile. Oh, du hast Holz und Pfeile gegen Skarmy, alright. Das ist ein Full-Life-Giant, was macht der? Oh. Na gut, hält ihn erstmal auf. Also das ist so also es ist so brutal, das Game anzuschauen. Das ist so hardcore. Das ist so hardcore, das Game anzuschauen. Also er spielt einfach nur bad und dein Deck ist so dermaßen scheiße. Ich hab verloren. Ja. Okay. Ja, verloren. Ich hab die Challenge so vermisst mit dir. Es ist so geil. Oh, er schickt noch den lachenden Elektromagier. Ah. Da war kein Move, meines Kerl. Bro, geht nicht. Okay. Geht nicht. Schade. Tornado-Pfeile. Tornado. Danke. Royal Hawks Battle Ram. Mhm. Ramburg meine ich. Was ist das? Kriegst du den Ramburg. Goblin Gang Spire Ferret. Spire. Elektro-Drache, Elektromagier. Electro Dragon. Ach du, er gibt mir den Elixier Golem, ich kotze. Das ist Auto-Lose, das Scheißding. Oh Mann. Ja, okay, er kann aber nicht spielen, was macht er da? Oh Gott, was ist das? Kann aber auch nicht spielen, oder? Er kann doch alles rein. Was ist das denn? Wollte Dings anmachen, hat nicht geklappt vielleicht. Muss den Gegenpush gehen. Oh ja! Ja, okay. Ja, komm, there we go, there we go. Ehrlich, was du wieder spielst. Ey, wenn wir uns den Gegner schnell wieder vergleichen, ne? Wieso, was ist denn? Ja, egal, ich eigentlich. Der Drops ist noch nicht gelutscht. Okay. Connected. 1-0. Ja, manchmal ist es einfach Skill. Auch ein guter Spieler kann auf einem schlechten Deck was reißen. Ui. Schade eigentlich. Ihn hier jaulen. Oh, zum Glück habe ich den Nado. Er hätte mit Nado einfach gewonnen. Oh, Wahnsinn! Oh mein Gott, der Ferret. Holy shit. Es ist wichtig, auch mit schlechten Decks ruhig zu bleiben und zu schauen, was hat er für Karten? Mhm. Was hat er für Karten? Wie kriege ich den geknackt? Weißt du? Du kannst dir sagen, oh, ich habe ein schlechtes Deck und dann ist das so. Du musst Fokus bleiben. Ja, sagt's aber nicht, wie das funktioniert, ne? Nee, es ist wirklich, du musst dich einfach nur wirklich konzentrieren. Ja, schade eigentlich. Okay. Oh, der Erdbeer gegen die Luft, Alter. Ich lieg 1-0 vorn. 1-0 für mich, wie immer. Loon, du musst jetzt auch mal gewinnen, ist sonst langsam. Skellyfass. Die letzten 16 Loon Folgen habe ich gewonnen. Skellyfass. Guards oder Skelette? Guards. Royal Giant oder Rascals? Royal Giant.
Sperrkobolde oder hier Flugmaschine. Sperrkobolde. Digga, dein Deck ist ass mit Arsch. Also sorry, dass ich das so sagen muss. Ist das so dumm, Alter? Was Digga, dein Gegner ist Coming of Mechaus mit einem Kometen und aus Great Champions. Ich finde das so peinlich, wenn man seinen Clan Great Champions nennt. Das macht man doch auch nur mit 11, oder? Ja, eigentlich schon. Oh, die Bogenschützen leider. Bisschen misplaced an der Stelle. Jetzt die Quittung. Bombe am Turm. What? Zap! Hard Counter! Ruhig bleiben. Fokus, der Schuh. Du kannst es schaffen mit Konzentration. Oh, Mist. Jetzt ist der Tank der Dark. Super. Hoffentlich kann der... Oh, der hat Skelette. Das ist ja schon wieder so ein solides Deck gegen mich. Hilfe. Ja, Zap gegen meine Sperrkobolde, das ist... weiß ich nicht. Okay, ich darf eigentlich nie meine Dings spielen. Ja. Oh, wer macht das denn auch mit gutem Timing? Bam. Boah. Hm. Wie gewinne ich das? Wie gewinnen wir das? Boah, der hat auch eine Flugmaschine. Hast du da einen großen Zauber gegen? Hast du einen Feuerball? Oh nein, nur ein Poison! Scheiße, was hast du dagegen? Oh Gott, Spielgobs, reicht das? Ja, natürlich nicht. Reicht Spielgobs, einen Ballon zu verteidigen? Oh, ein Hit! No way! Was mache ich da? Ich hab schon wieder nichts gegen den Loon. Ist egal, Hauptsache du bleibst im Fokus, im Tunnel. Du hast schon ein Game verloren, das musst du jetzt gewinnen. Oh, der Prinz charge ins Schild. Wie unlucky. Kann der Prinz wenigstens gegen die Banditin chargen? Ja, gut. Royal Giant gegen Ballon. Wie in guten alten Zeiten. Oh, die Spearcops sind One-Shot von der Maschine. Aber der Ballon kriegt keinen Hit raus. Super. Hauptsache, die Bogenschützen überleben. Hoffentlich sterben die ihn nicht. Die Flugmaschine kriegt da oben gut Value, ne? Jetzt pusht Chef Strobel mal auch rein. Ich kann nichts gegen seine Lufteinheit machen. Das ist einfach schon wieder lost. Easy, 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 easy. Liegst nur ein bisschen Schaden hinten. Super, jetzt mal aggressiv. Guck mal, da kommt der Damage. Ja. Pass auf die Flugmaschine auf. Nein! Hat er gut gespielt. Boah, jetzt geht der Strube rein. Viel zu gierig. Hauptsache die Banditin charged. Nicht, sie charged! Verloren. Also wenn er jetzt die Bogenschützen zappt. Ja, verloren. Kann ich nichts machen. Moment, ich hab nichts gegen Luft. Ich hab nichts gegen Luft. Das ist krass. Great Champions hat gewonnen. Na, ja, weiß ich nicht. Ich verstehe das nicht, warum ich so gute Gegner bekomme und du so schlechte Gegner. Ich raff das nicht. Naja, Scheiße. Du bist dran. Scheiße, jetzt schon Matchpoint. Die Aufnahme geht 6 Minuten. Nachricht an meinen Cutter, versucht das irgendwie ein bisschen zu stretchen irgendwie. Sonst sind noch ein paar Sachen vorm Intro oder sowas. Ja, passiert, ne? Zeig ein bisschen länger, wie ich meine Karten hochgrade und so vom Anfang. Also es wird schwierig, dass wir auf 10 Minuten kommen. Ich warte noch ein bisschen, dass wir auch... Ja, scheiße, die Aufnahme geht erst 7 Minuten. Chef, du musst das nächste Ding gewinnen, okay? Ich gebe mein Bestes, wenn ich wieder Pech habe, spiele ich halt wieder gegen jemanden, der das Spiel kann. Weiß ich nicht. Ganz weirde Dings-Kombis kriege ich halt gedraftet. Na, los, geh rein. Nee, wir müssen noch ein bisschen warten. Das wird so nichts. Warum hast du Husten, Alter? Weiß ich mach jetzt nochmal ganz langsam eine Silbertruhe auf. So. Ja.
19 Minions, die Lakaien. Kriegen wir nochmal einen Zoom so hin, so zack. Ich bin drin. Koboldfass Schweinereiter. Koboldfass. Dankeschön. Ritter Giant. Ritter. Prinz Dark Prince. Dark Prince. Das letzte. Erdbeben Poison. Erdbeben. Wenn er ein Gebäude hat, habe ich Free Win. Jetzt geht's los. Wollte eigentlich den Giant. Ich hab's verkackt. Du hustest wie Sau. Ja, ich weiß. Oh, das ist normal. Oh, ja. Let's go, der ist raus. Ach du Scheiße, ich wollte gerade die Minion-Horde einsetzen. Ach, vielleicht setzt der noch was. Sehr schön, der connected. Spire Spirit ist raus. Angriff. Bam, 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 bam. Turmhälfte leben. Oh oh! Egal, absichtlich. Damit ich die alle splitte. Auch mal einen Hit kassieren, um dann heftiger einen Hit wieder zu verteilen. Hat der Typ schon Poison wieder ready? Was ist das dann schon wieder? Wo ist dein Poison? Poison? Wo ist der Poison? Chef Strobel, möchtest du was sagen? Wenn, dann bitte jetzt. Nein. Ich bin schon wieder so schlecht. Weil das Fire Spirit, wieso hebt der nicht die Dings auf? Holz ist raus, jetzt kann ich einfach mit dem Koboldfass angreifen. Was macht der links? Ein Executioner falsch platziert, rechter Turm fällt trotzdem. Linker Turm hilft dir leben, so smart von mir auf den anderen Turm zu gehen. Also wenn er jetzt links einen Prinz... Kein Hit kassiert. Kein fucking Hit. Ich spiele gerade out of my mind. Poison ist raus, wir können angreifen. Nein! Ah, die leben noch. Geil. Komm, hoffentlich kommt kein Holz. Holz trifft die Kobolde nicht. Geil. Und rein, rein. Er schreibt gutes Spiel. Er schreibt gutes Spiel. Jetzt wird nochmal reingepusht. Oh, der charge auch nochmal. Geil. Alter. Three Crown. Zeig nichts dazu. Okay, ich will nochmal richtig guten Gegner. Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Nein, ich muss Rascals oder Goblin Giant. Goblin Giant. Schweinereiter oder Mauerbrecher? Mauerbrecher. Minions oder, wie heißt sie hier? Firecrackerin? Minions, Gott. Und Fire Spirit oder Skarmy? Skarmy. Chef Strobel, Matchpoint. Die Aufnahme geht jetzt 8 Minuten, 10 Sekunden. Du musst jetzt gewinnen, sonst kommen wir nicht auf 10 Minuten, Chef Strobel. Mhm. Chef ist so geil. Chef ist so geil sauer. Ach, dein Ernst? Oh, der hat einen Helden. Aber welchen hast du? Schön viel Lightning Value, wie wir es mögen. Oh, jetzt hat er ganz viele Seelen. No way! Der hat so viele Seelen! Kann nichts spielen. Du hast den Helden so viele Seelen gegeben, weil du deine Skarmy in den Fire Spirit gesetzt hast. Was soll ich machen sollen? Ja, keine Ahnung, vielleicht den Typen nicht einfach 20 Seelen schenken. Der wird erst dann OP. Du kannst auch King Tower anmachen. Mit der. Wollte ich nicht. Worauf nicht. Oh! Chef Strobel, sauber! Guter Hit, guter Hit! Comeback jetzt, Comeback!
Easy. Boah, Schweinereiter, zwei Hits. Aber den rechten Turm hast du safe, ne? Oh ja, er trifft nicht. Er trifft nicht! Holy shit. Der Typ ist Sternhagel voll an einem Donnerstag. Recon kann nicht klappen. Solange du keine Skrami einsetzt, kann er es nicht schaffen. Insaner Charge! Super, das war jetzt ein besseres Timing. Oh, der Schweinereiter macht ein bisschen viel Schaden. Ja, das ist gut. Jetzt hast du ihn. Oh, jetzt eine Blade Princess ein. Oh. Sick. Die Karte ist so broken einfach. Sauber, Schiffsrubbel. Ja, immerhin gewinne ich das hier. Aber auch nur, weil der Gegner echt eine Pfeife war, ne? Ja, hat er nicht gut gespielt. Hat sich gut geschlagen. Okay, du bist. Feuerball Sepp. Sepp. Danke. Eisgeist Garz. Eisgeist. Elektromagier Eismagier. Eismagier. Der wurde gebufft, ganz dolle. Okay. Prinz Fisherman's Friends. Fisherman's. Das ist einfach, du gibst einfach immer die günstigere Karte, weil du so lost bist. Ja, dadurch kann ich mal meinen Skill erst entfalten. Das verstehst du irgendwie nicht. Du gibst einfach immer die günstigsten Karten. Ich hatte ja auch meine Niederlage drin vom Sauron. Aber wie kann man einen Riese in den Fischer ziehen? Ah, wobei war ich sogar actually gutes smart. Timing sogar. Actually sogar smart, ja. Ja, ist okay. Oh, das ist aber gut gespielt. Habe ich nichts, der Defense. Ich habe keinen Single-Target-Damage. Mein krassester Damage ist der Fischer. Ist gut. Was haben wir denn gebufft beim Eismagier? Er kommt jetzt mit so einem Eisfeld an und so ein Scheiß. Ähnlich okay. Wie der. Alter, kein Damage, was sagst du dazu? Geht nicht, hab nichts. Ich hab nichts. Ich hab nichts, das war's, das ist einmal egal. Das ist mein Angriff. Eismagier, Royal Giant, Elixier Golem, Eisgeist, Zap, Ofen. Das ist halt krank. Doppel-Bombo-Kombo. Ja. Das ist mein Angriff schon. Das ist der ganze. Das ist alles. Ich hab noch einen Sepp. Pfeile und Elixier-Golem. Was? Was sagst du? Das war's wohl dann, Max, mit der. Schöne Pfeile da nochmal. Aber das ist, glaube ich, eher ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das ist mein Deck, ne? Ja, ist gut. Ich spiele gerade out of my mind. Das war so gut gespielt, wie es geht mit dem Deck. Aber okay. Das ist das alles. Ich habe nur einen Ofen, Elixier, Golem, Royal Giant, Zap und Pfeile, hä? Jetzt weißt du, wie ich mich vorhin gefühlt habe. Nee. Vergleich nicht unser Deck. Wag es nicht. Laberst du mein allererstes Deck? Das Deck! Da, okay, wir holen nichts mit dazu. Welches Deck schlechter ist? Na,
bekommt 10 Subgifts. Nein, wir spielen jetzt weiter. Heul mich jetzt nicht voll, Junge. Ich habe mich auch nicht beschwert, als ich spielen musste. Ja, yeah, deine Decks waren auch insane schlecht, aber das Deck hat alles getoppt. Ich hab gefurzt, hier stinkt's nach Kacke. Ey, yo, yo. Sperrkobolde oder Fire Spirit? Sperrkobolde. Royal Knight oder dieser Skelettkönig? Skelettkönig. E-Wizard oder die Skelly Dragons? Skelly Dragons. Und die Schweine oder Rambok? Rambok. Ich hab's gedrückt, es stand 0 Sekunden. Wenn ich sie nicht hab, dann war es ein eigener Fehler. Hast du lange überlegt. Du hast zu lange vorgelesen, Alter! Nein, das war dein Fehler. Du liest so Royal König Knight laberst. Du hast jede Karte falsch gesagt. Ach, kurz die Fresse. Den kannst du ganz gut spielen, ne? Hast du öfter schon gespielt? Noch nie gespielt, den Scheiß. Er macht einfach gar nichts. Ja, Mann, ja. Ich dürfte nicht reichen. Oh, was, schade. Das reicht trotzdem. Was Damage ist es? Ja, der weiß, dass du einen Feuerball hast. Nee, das ist Schiebung. Warum geht einer nach links, Alter? Hey, Mann. Also, ich krieg immer Seelen, wenn eine Einheit von mir stirbt, ne? Stirbt. Mhm. Und dann kann er mehr Skelette beschwören. Oh Gott. Was hast du dagegen? Ist der richtig platziert? Der ist doch voll falsch platziert. Ja, ich weiß, ich spiele noch nicht. Oh, auch falsch platziert. Eigentlich falsch. Oh, no way. Alter. Ich versuche jetzt mit dem Elixier-Golem. Hä, ist der dumm? Das ist doch Schiebung. Wie kann man denn so dumm sein? Oh, jetzt hat er Feuerball. Jetzt töte ich schnell meine Schweine alle, hä? Ist Schiebung, ist offizielle Schiebung. Das ist jetzt 8-mal und Toystens nichts. Gegner hat 3 Minuten lang alles an die Brücke gesetzt. Tesla Koboldkäfig. Tesla. OP-ste Karte. Valkyrie Royal Giant. Royal Giant. Holz Lightning. Holz. Weniger Husten, mehr Boosten. Spire Ferret. Elektro Ferret. Feuer. Boah, hab ich wieder ein. Das ist ja nicht zu fassen. Gar nicht die Karten, die du mir gibst, sondern die er mir gibt. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was hier abgeht. Schön. Jetzt bin ich da mal gespannt. Wie ein Hoden. Gespannt wie ein Huhn, das sagt man nicht. Warum nicht?
das ist gut. Jetzt nochmal schöne Henker-Menker. Nice. Das ist noch ein bisschen Damage. Schön. Oh, schön. Lecker, lecker, lecker. Ja, ist okay. Ja, ist halt... oh, wobei, er hat fast jeden Damage gemacht. Klar, ja, war nicht blöd. Aber er hat auch ein bisschen Elixier gelegt. Hm. Ich hab jetzt einfach so eine doofe Valkyrie. Oh, out of Tomb Range. Ja, hat gefällt, shit. Ja, ja. Da bist du auch selber schuld, Kollege Schnürschuh. Was ist das, ein Schnürschuh? Oh! Was ist denn da passiert? What happened there on the left side? Was? Verklickt, what the fuck, wie bad. Egal, es kriegt er hin. Aber jetzt fährt er mir nicht den Dings, bitte. Naja, die gefällt. Ja, genau deswegen. Oh, das war sick jetzt von mir. Ja, ist aber auch dumm von ihm gespielt. Nö, smart von mir. Na, dumm von ihm. Nö, smart von mir. Aber einfach nur ein Dings rein. Was macht er denn da? Er hat doch ein Lightning. Bro, du hast doch ein Lightning. Er kann doch einfach Riese Lightning spielen, dann ist das Ding durch. Riese Lightning. Okay, jetzt verloren. Schade. Also du spielst doch gegen... Er heißt doch Fortnite, da kann man auch nur dumm sein, leider. Oha! Ja, ist so. Ja, kein Front. Also... Alter, ich bin so am Gamen. Jetzt kommt es ein Lightning. Lightning, für was hast du diesen Spell? Lightning? No Lightning at all! Also wirklich, ich geh den Tesla und gib ihm den Lightning und der Typ ist so dumm wie Scheiße einfach. Ja. Brain nix, ja. Kein Brain. Brain nix. Brain nix vorhanden. Okay, Elixier Golem oder meiner? Elixier Golem. Flugmaschine oder Megalakai? Megalakai. Minion Horde oder Elite Burbs? Minion Horde. Ja. Und Erdbeben oder Holz? Erdbeben. Ja, ist doch nice. Das war shit, Digga. Da war alles OP. Da war alles OP. Es war alles OP. Tank und dann Minion Horde oder E-Burbs ist egal. Es ist alles OP. Ja, wobei, wenn er jetzt irgendwie Splash Manager hat. Ja, das auf jeden Fall, aber ich konnte jetzt kein Kackdeck geben. Ja, aber er hat Dings. Wie heißt das hier? Jetzt geht's ab. Jetzt kommt die Lux. Das muss er verteidigen. Das muss er einmal schaffen zu verteidigen. Ja, lass mal noch später spielen, ne? Muss die Flugmaschine töten, das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr, sehr gut! Ich lasse den Typen bannen. Das war seine letzte Clash Royale Runde aller Zeiten. Okay. Er ist raus. F an Flexplay. Wir sind jetzt hier zum allerletzten Mal. Ja, er charged in einen Barbaren rein. Schade, Flexplay. Aber gibt ja noch viele weitere Games, die du spielen kannst. Ich hab missplayed. Oh, egal. Das war jetzt egal. Das ist egal. Du kennst halt passiert, nicht anders von dir. Das ist egal, was passiert. Auf der Achterbahn. Good game. Good game, fandest du? Ja, wie gut ausgleich, wie immer. Fandst du, war ein gut Game? Ja. Und rein mit dir. Elixier Pumpe, Koboldhütte. Koboldhütte? Ich weiß nicht, wie der Typ damit umgeht mit der Elixier Pumpe. Mega Minion Dark Prince. Mega Minion. Flugmaschine, Blasrohr Kobold. Blasrohr Kobold. Royal Giant Valkyrie. Valkyrie.
Chef Strobel, Chef Strobel. Was? Du hast ein Erdbeben. Alles normal bei dir? Ja. Was ist denn normal bei dir? Bei Dark Prince ist da. Schön stark in die Fresse. Schön. Das ist okay. Doch bitte was Brauchbares reinspielen. Oh ja, oh, das macht er gut. Schön verteidigt. Das war legend und schlecht gespielt. Schade, dass du ein Erdbeben hast. Trainst du damit immer positiv eigentlich? Ja, ganz doll positiv. Der kostet 3, die Pumpe 5, hä? Auf welchem Planeten bist du denn geboren worden? Mein Vater. Jetzt sag uns. Sag uns ja. Nice. Der Spieler ist gut. Der gefällt mir. Der rafft das Game. Der rafft das Game, hä? Hallo? Ja. Der rafft das Game. Oh, die Skami kriegt sich tot. Oh. Das war jetzt wieder dumm von ihm, aber ist okay. Okay. Was ist deine Win Condition, Max? Hä? Das ist die Win Condition? Schnauze. Das ist, oh mein Gott, wie er das Backup da wegkillt! Mit dem Poison. Mach den Poison da drauf, bitte. Ja, und jetzt kommt gleich der nächste Royal Giant rein. Die Flugmaschine kriegt viel Value. Kann ich machen. Der geht nichts. Der war echt ein guter Gamer. Das ist es. Der Typ hat einen guten Zock auf der Leitung. Das ist es. Ist ein Gamer. Ist wirklich ein starker Spieler. Mal gut machen. Ja, der hat gut gespielt. Ich schwör. Und ja, genau das gespielt. Brauchen wir öfter, Leute. Der wusste, wie man einfach mal distracted, hat schon das Backup von alles. Maxi der hat alles. Alles drauf. Alles drauf hatte. Princess oder wie heißt sie denn? Bogenschützen? Princess. Kanonenkar oder Babydrache? Babydrache. Flugmaschine oder Sperrkobolde? Sperrkobolde. Minions oder Ritter? Ritter. Na, geiles Deck, danke. Hä? Hä? Du hast keine starke Auswahlmöglichkeit. Oh ja, yeah. was hat er mir denn? Ritter oder Minions sind beides geile Truppen, die man haben kann. Ja, aber Minions wäre schlechter für mich gewesen. Ich hätte nichts so auf dem Boden gehabt gegen die Kanonenkörbe. Let's go. Meine Win Condition ist aber nicht vorhanden. Wenn du schaffst, dass die Kanonenkarre... Oh no! Egal, ist okay. Wieso? Hä, wie? Aber ist zu spät, oder? Oh, schon Glück gehabt. Aber einer ist dran. Okay. Ja, wenn man eine Flugmaschine hat und mal keinen Feuerball, dann ist immer das Spiel vorbei. Die kriegt einfach zu viel Value. Kannst du keinen Feuerball, hast du die Flugmaschine, bist du einfach verloren. Ah, du hast einen Feuerball, wie ich sehe. Was? Ah, chillig. Gerechtigkeit. Geiler Zock, oder was sagst du dazu? Ne, das ist ein Feuerball gegen Flugmaschine. Er hat Kanonenkarre, Minions, Flugmaschine. Was ist denn Spell, ist die Frage. Was ist denn Spell?
Was sagst du? Oh Gott, okay, das ist nicht gut. Hui, der ist immer ein Deck. Boah, die Bogenschützen waren ja scheiße. Ja, das ist wieder ein Noob. Das ist doch low. Meiner hatte eben so einen guten Zock auf der Leitung. Und deiner Typ, der spielt einfach so Bogenschützen wegen 1 Biergob. Wusstest du das? Oh mein Gott! Was sagst du dazu? Du hast einen Feuerball, ich sag dazu gar nichts. Du verstehst es noch nicht mal. Zerstrubbel, hörst du mich? Nein, ich verstehe dich nicht. Er hat eine Kanonenkarre, Minions und Flugmaschine. Du hast einen Feuerball. Guck dir mal die Minions an. Der setzt Minions in den Bay. Hallo, oh, hört man mich? Oh, ja, ja, ja. Der geile Zock ist gerade zu hart. Ich höre dich. Ich banne Chef Strubel von meinem Discord. Er versteht's nicht. Er feiert sich hier so mega ab. Einfach geile. Ein Feuerball. Oh, ah, er setzt Skelette gegen Baby Dragon ein. Geile Zock. Ah, wieder nochmal. Minions gegen den gleichen Baby Dragon. Geile Zock aus der X. Gut, Game. Gib da von mir rein. Da kommt der defensive Golem. Ja, da kann ich nicht komplett finishen, schade. Oh. Er versteht's nicht, schade, schade. Weil das ein geiler Sepp-Rakete! Sepp. Baby Dragon Firecrackerin. Firecrackerin. Bogenschützen Princess. Bogies. Queen Skelly Knight King. Skelettkönig. Den Skelettkönig kriegst du. Den Schwanz. Ach, Digga. Ah, oh, was ist denn da? Der Vincenzo OPI. Der wird zurückgehalten, ist gar nicht so gut. Hoppala. Ist okay. Wenn jetzt danach jetzt. Auch wenn er jetzt einen Loon hat, ne? Dann kommt, da gibt es so ein geiler. Der kann keinen Loon haben. Der kann nicht Lava und Queen und Loon haben. Das ist nicht so möglich. Ein geiler Zock. Bitte. Lass doch den geilen Zock geschieden. Oh, okay. Feuerball ist okay. Jetzt einen geilen Zock. Bring mir einen geilen Zocker. Oh! Und direkt die Fähigkeit. Ja! Oh mein Gott, ist das gut gespielt von mir. Ah, das war gut von dir. Schade. Das war Turbo gut. Turbo gut war das. Heilige Scheiße, war das insane verteidigt. Okay. Scheiße. Okay, das ist doch nicht so gut. Das ist doch kein geiler Zocker, schade. Schade. Doch nicht so ein geiler Zocker, wie ich dachte. Egal, kann aber gewinnen. Ist winnable. Er muss nur. Also es gibt wirklich. Es gibt eine Möglichkeit, wie er gewinnen kann. Was wäre der Lava-Hund? Mit dem. Na okay, verloren. Egal, muss ich noch reden. Aber das ist auch ein schlechter Spieler, Bischmax. Muss aber zugeben, okay? Also nicht so bad wie deiner eben. Okay. Komm! So ignorant bist du doch nicht. Ja, meiner war auch nicht. Meiner war auch jetzt nicht gut, hab ich auch nicht behauptet. Schade. Wie ich den Royal Giant Verteidiger. Holy shit. Ein Hit kriegt er nur raus. Geht Z an mich selber. Jetzt hast du mal verstanden, aber das ist too late. Okay. Da kommt noch die Rocket. Du stehst jetzt auf 4-2, oder? Nee. 4-1? Nee. Ich stehe jetzt 4-2, ja. Okay. Also wenn ich jetzt verliere, musst du mal nachziehen, das weißt du, ne? Mhm. Okay, ich geh rein. Ey, jetzt ist gleich 21 Uhr. Ich hätte nicht gedacht, oder die Slappies.
Seppis. Wichser. Meiner oder Schweinereiter? Schweinereiter. Na, ich wusste es. Ritter oder Eisgolem? Eisgolem. Mhm. Poison oder Feuerball? Poison. Ah, du Wichser! Weil du hast die Seppis jetzt. Ja, jetzt hast du S. Alter, dein Deck ist halb Arsch und halb Ass. Enjoy. Was ist aber auf dem Bait reinfliegt? Bitte, 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 bitte. Er fliegt nicht drauf, er fliegt drauf rein. Let's go. Oh, Seppis ist echt super. Hoffentlich hat er, Alter, die Speargoffs töten die Seppis, weil die so bad sind. Das ist der Robert Hawk Cycle, stimmt. Schweinereiter. Das ist schon mit einer Lost Rocket. Ja, wie man ihn kennt. Hä? Ah, okay. Ah, der ärgert sich. Der ärgert sich. Ja, der Hit ärgert mich echt. Hm. Ich muss noch einen Spell haben, die Frage ist aber welcher, wenn er mir Rocket gegeben hat, ne? Ey Leute, vielen, vielen Dank für eure Primes. Sehr geiler Support, war absolut zu schätzen, danke, danke. Warum setzt er da nicht einen Feuerball? Ja, weil er draußen ist, ja? Ja, aber warum hat er eben gegen die Musketiere für einen Bowler-Hit? Wieso bist du der Beste? Wieso sagst du so einen Schwachsinn? Ja, weil ich das doch gedacht habe. Der Typ greift mit einem Bowler und einem Baby Dragon an! Wie kannst du dich dafür feiern? Das könnte er mit jeder Truppe auf der ganzen Welt verteidigen! Das hätte ich mit einer Valkyrie verteidigt! Das ist doch kein Angriff! Wie kann man sich für so einen Schwachsinn feiern? Das mal wieder vorbei! Völlig. Also völlig im Arsch. Oh. Ist völlig im Arsch. Ey, das Deck war so geil angesagt. Heilgeist Eisgolem! Heilgeist. Mauerbrecher, Widerreiterin. Mauerbrecher. Giant Elektro, Elixiergolem. Elixiergolem natürlich. Eisgeist Guards. Eisgeist. Ja, spiel ich nicht. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Zwei Geister, ein Elixiergolem. Kann ich nicht gewinnen. Alle die Hände hoch. Letzte Runde. Ja, ich hab noch Erdbeben und Fischer, wie eben. Geil, das ist ja so Karma. Leute, da hab ich ja meinen Cutter. Bitte schneid das so zusammen, dass es 10 Minuten geht. Was ist das? Oh, ich glaube, das war ein Missplay. Oh, ich glaube, das war ein Missplay. Ich bin jetzt auch ein Helden. Das Plätzchen war ja anders lecker. Was ist da? Aber sein Plätzchen, aber der Typ ist auch ganz schön schick. Ja, der Fischer, let's go, let's go, let's go. Was passiert denn hier? Was hat der für einen Helden? Der hat auch einen Helden. Ja.
Aber es ist Lost in S. Ja, der ist so Lost. Oh mein Gott, du spielst gegen so einen Verlierer. Okay, du gewinnst das, Max. Oder? Ja, das ist verloren. Hä? Mein Team ist richtig shit, Hilfe, guck mal! Oh Gott! Macht jetzt so ein schlechtes Deck, aber shoot gegen einen, der ist so gigalost! Ah, okay, schade. Muss ich sagen, ist aber auch okay, weil Max' Deck ist echt shit. Guck mal, ich gönn dir sogar wenigstens. Guck dir den Typ an, der ist übel shit, was macht der da? Gott, ist ja scheiße. Gott, ist ja scheiße. Was macht der da? Oh Gott, ist der schlecht. Max, hast du noch irgendwas zu sagen? Deine Schneebälle gegen mein Dings war sick, aber der Rest... Was hast du für ein Spell bekommen? Aber er hat den... Weißt du, was ich gar nicht verstehe? Warum? Er gibt dir Bats. Er nimmt sich Bats und gibt dir dafür die Scaly Dragons. Anlag, ja, wie hast du gewonnen? Krass, dass du so gegen so einen schlechten Spieler spielen musst. Alter, war echt bad, musst du dazu geben, okay? Ich weiß, warum seine Schneebälle gut waren, aber der Rest war ja lost. Ich greife mit Eiskohle im Riese an, ja, das stimmt. Aber was du mir da für einen Scheiß traden konntest, war ja wieder unter aller Sau. Okay. Wir müssen uns beeilen, es ist 21 Uhr, ich muss jetzt das Turnier starten. Let's go, Strubbel. Leute, nach dem Turnier geht's sofort los. nach der Challenge. Valkyrie oder Ritter? Valkyrie. Oh mein Gott, Bora oder Golem? Bora. Ja. Elite-Barbaren oder Minenwerfer? Was? Und Skellypass oder Mauerbrecher? Hä? Skellypass. Hä? What the fuck? Warum darf der Minenwerfer und Elite-Barbaren schaffen? Minenwerfer! Halt die Fresse, Junge! Halt deine Fresse! Schön Strom, Alter! Golem First Play, so kennen wir doch den Adrian aus Reyes Españoles. Halt's Maul, Junge. Ich hab Missplayed, glaube ich, oder? Läuft er da hin? Passt. Oh mein Gott, ich hab's Missplayed, oder? Ui. Was hat der noch? Boah, jetzt hier Backdoor einfach auf der anderen Seite. Bam, bam, der ist weg. Dolomite. Geile Skelly Barrel, der Strohbell, super. Gegner Inze mit dem Spire Ferret. Du hast aber viel Kleinkram. Du hast so viele kleine Kuddelmuddeltruppen, ne? Du weißt schon, dass ich, ja, okay. Wow. Okay, ich werde jetzt den Angriff machen, der mich hoffentlich zum... Nee, es geht eigentlich gar nicht. Warte mal. Ich hab nichts gegen seine Skelly Dragons. Warte mal. Ich greife es mit Minenwerfer an. Tolles Timing vom Gegner. Klasse. Oh, der Kanonenkarre, der beste Konter gegen den Minenwerfer. Er hat einen Golem. Kanonenkarre, der jetzt Push auf zwei Seiten. Was macht der Strobel? Barb Barrel, klasse. Die Karre darf nicht connecten. Connected, ein Hit. Scheiße. Zwei Hit, Mist. Drei Hits! Der Strobel! Oh, nicht drei Hits! Ich kann nichts gegen ihn tun. Ich habe einfach gar keine Karten gegen ihn. Ich muss ihn dauerhaft pressern, oder? Okay. Du musst heute mal alleine spielen. Du kannst immer mit Big Spin als Coach spielen. Ja, okay. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem. Genau nämlich da. Dass er diesen Schwanz da hat. Das ist so schwer zu verteidigen. Würdest du sogar so weit gehen und sagen, wie soll ich das verteidigen? Ja. Oh mein Gott, der Minenwerfer hat einfach Dings angegriffen. Stabiler Ferret. Boah, der Gegner ein bisschen vertimed. Boah, jetzt will er es auch mal wissen. Hat er denn da was? Das war ja... Das war schon bad, so letztendlich.
Aber die Skelly Dragons machen wieder alles fit. Ja. Und es geht weiter. Sein Angriff geht weiter. Boah, das ist jetzt ein bisschen lost. Da kommt noch ein Ferret. Oh, da ist er, der Ferret. Ne, er ist zu aggressiv. Er muss ruhiger werden. Oh! Der Charge ist noch drin, das gibt's doch wohl nicht. Ich hab Scheiße gebaut. Ja. Oh! Spirit nimmt da alles mit. Oh, bad Minions! Und es geht weiter. Der Push geht weiter. Der Strohbell. Einer ist dran. Oh, beide! Connecten dort. Der Golemite ist noch da. Skelly Dragon connected. Das ist jetzt erstmal Schaden. Er will's wissen, er will's wissen. Oh, hoffentlich connected der Spirit nicht. Oh, er ist connected! Der Strobe jetzt wahnsinnig nervös. Ja, wieso pusht er links? Hm, okay, ist direkt weg. Ich hab verkackt. Oh mein Gott, ich hab missklickt. Miss Seiden. Oh, Times! Wie ein junger Gott! Der Platzhof hat missklickt, ne? Ich hab verloren. Das Barrel tut weh. Das Barrel tut weh. Boah. Das intens. 13 Sekunden noch. Ich bin der Beste. Ich bin der allerbeste Clash Royale-Spieler auf diesem Ball. Ey, Junge, wie habe ich das gespielt, Junge? Was wolltest du gerade sagen? Du bist der allerbeste Clash Royale-Spieler auf diesem Baller? Ja, bin ich. Junge, weg wie Rücken bin ich in dem Game, Junge. Sepp Lightning. Euer Sepp. Erdbeben Schneeball. Schneeball. Giant Widerreiterin. Giant. Queen Royal Knight. Queen. Wenn er smart ist, hat er so ein geiles Deck gegen dich. Er weint. Ich hab nichts. Oh. Chillig. Die hat nicht die gleiche Range wie die. Gutes Spiel, schreibt er. Keine Musketieren Range. Oh. Mit Lightning. Er hat Inferno Dragon gegen Lava-Hund. Und ja. Er hat die noch? Alle die Hände hoch jetzt, Chat. Alle die Hände hoch. It's mach over. Dich bereit für 10 Subgifts. Alle die Hände hoch. Er hat alles. Oh, da lacht er. Der Beefernader, der fängt Beef mit dir an. Er hat einen Inferno Dragon und Lightning. Kommst du auch die 2 Primes rein, fehlt dann 16. Und bald auch noch 10 von Max. Warte mal, was mache ich denn? Lightning? Lightning Inferno Dragon? Ja, da geht nichts mehr. Okay, da geht nichts mehr, gell? Vorbei. Ich weiß, was Lightning Inferno Dragon, ich weiß, was ich machen soll. Ich habe auch nichts in der Luft, ich habe keinen Lava und so. Ich habe einen Giant. Warte mal, ich habe einen Giant und einen Lava-Hund. Und einen Bomber, ja. Das war's. Ja, das ist es. This is it. Kennst du das? This is it. Das ist ein guter Track. Oh, macht der aber auch ganz stark. Ah, guck doch, wer tankt da? Das sind alle meine Truppen. Das sind alle meine Truppen. Das sind sie.
Ich habe jetzt nur einen Bomber. Ich muss den setzen. Und dann die dahinter. Ich habe einen Lightning, kann ich jetzt machen. Muss ich weiter pushen mit den anderen Truppen hier. Hatte aber den dicken, kann ich jetzt machen. Ich weiß, hä? Gibt's eine Lösung? Inferno Dragon Lightning? Oh Gott, spielt der das geil. Spielt der das geil, Rocky, hä? Er spielt das so gut, ja. Ja. Yeah. Keine Chance. Er hat Inferno Dragon und... Ja. Inferno Dragon und Lightning. Kann man nicht gewinnen. Geht nichts. Ich will fertig. Wenn das wirklich hochgeladen wird, muss dein Cutter den Anfang hochladen und dann das Ende. Weil das wird so geil. Alter, Rocky, wie habe ich getrasht? Oder wir sind die Comeback-Meister. Gib mir die Faust. Ich fass es nicht. Guck's dir an. Das ist so geil. Guck dir das an. Geil. Sepp Schneeball. Das ist doch einfach nur die geile. Das ist doch einfach er hat Lightning Inferno Dragon. Und er Alter. Hat sogar noch die Skelly Dragons. Guck es dir an. Das war ein geiler Zock. Ich glaube, selbst wenn ich dir... Na, wobei, der Lightning hätte dich, glaube ich, echt gesaved in der Situation. Ich glaube, der Lightning hätte dich echt saven können. Lightning hat gesaved. Lightning hätte übel gesaved. Wenn die Queen nicht stirbt, hätte ich das Ding so gerockt. Ja, da klatscht der Inferno Dragon einfach um. Ist das krank, dass ich das, dass ich das darf. Den kannst Lightning du dir nicht ausdenken. Junge, von 0-2 kämpft sich mal wieder der Dominik Schrobe zurück. Das ist geil, Mann. Ich war am Anfang, ich muss sagen, ich war sehr, sehr gebrochen nach meiner zweiten Niederlage. Ich musste den Schmerz runterschlucken, aber ich hab innerlich gekämpft. Digga, wie oft habe ich einfach Elixiergolem Fischer und nur Spirits gespielt? Oh, bin ich sauer. Das war das allerbadeste Deck of all time gegen Sauro. Royal Giant, Elixiergolem, Eismagier.